Hallo und herzlich willkommen. Wir schauen uns heute die Monochrom AG an. Die Monochrom AG ist sozusagen ein analoges Point-and-Click-Adventure, das ich ziemlich cool fand. Und bevor ich jetzt sage, warum, noch ein Hinweis. In dem Video gibt es natürlich keine Spoiler. Das heißt, ihr könnt das Video anschauen und das Spiel dann immer noch in vollen Zügen genießen. Worum geht es in die Monochrom AG bzw. in allen Adventure Games? Denn die Monochrom AG ist ein Spiel aus der neuen Adventure Games Reihe von Cosmos. Die beginnt mit zwei Spielen, nämlich der Monochrom AG, die wir uns in diesem Video anschauen, und dem Verlies. Und in Essen, also im Herbst, wird es auch noch einen weiteren Fall geben, der ist schon angekündigt. Thematisch geht es darum, dass wir in jedem Spiel eine Geschichte erleben. Und in der Monochrom AG sind wir eine Hackergruppe und begeben uns eben in diese Monochrom AG und müssen da einen Auftrag erfüllen. Welcher Auftrag das ist, möchte ich jetzt wie gesagt gar nicht sagen, denn ich möchte euch ja nicht den Spaß verderben. Mechanisch ist es so, dass tatsächlich die Geschichte im Vordergrund steht. Es ist jetzt nicht so wie bei klassischen Escape-Spielen oder Exit-Spielen, dass es die Rätsel im Vordergrund stehen, sondern es steht die Geschichte im Vordergrund. Das funktioniert so, dass wir Ortskarten haben. Auf diesen Ortskarten sind bestimmte Punkte markiert, zum Beispiel eine Tür mit 1. Und wenn ich dann diese Tür untersuchen will, dann gehe ich quasi zu dem, sage ich das, und schaue danach in einem Geschichtsbuch, das da dabei liegt, ob es einen Eintrag zu der 1 gibt. Und dann würde da sowas stehen wie, das ist eine dicke Eichentür, du stößt sie auf und entdeckst den Raum dahinter, und dann würde so eine Anweisung kommen, lege Raumkarte B aus. Und dann würde man die auslegen und da wären dann auch Dinge drauf. Gleichzeitig können wir in diesen Räumen verschiedene Gegenstände entdecken. Die bekommen wir dann vor uns, also die können wir dann auch aufnehmen, dann legen die vor uns aus. Das ist dann quasi unser klassisches Inventar. Diese Gegenstände können wir dann mit Orten kombinieren, also zum Beispiel einen Schlüssel mit einer Tür. Oder wir können auch diese Gegenstände untereinander kombinieren. Also zum Beispiel, wenn ich, einen Aufkleber und eine Spieleschachtel habe, könnte ich die kombinieren. Und das funktioniert so, dass diese Gegenstände immer eine Nummer haben. Und dann würde ich die Nummern zusammensetzen und würde unter der neuen Nummer nachschauen. Und wenn ich Glück habe, passiert dann irgendwas und ich habe dann plötzlich eine Spieleschachtel mit Aufkleber. Ja, ich habe jetzt schon gesagt, dass mir das ziemlich gut gefallen hat. Warum ist das so? Naja, das ist so, weil es tatsächlich eine coole, packende Geschichte war, die Monochrom AG. Die hat mich auch so reingezogen. Und es ist so, dass man am Ende eine Entscheidung treffen musste, wie man was machen möchte. Und je nachdem, wofür man sich entschieden hat, hat auch die Geschichte ein ganz anderes Ende genommen. Ja? Das hat mir sehr gut gefallen. Was hat mir nicht so gut gefallen? Es ist ein kooperatives Spiel. Das ist jetzt kein Kritikpunkt, sondern eine neutrale Feststellung. Aber es ist, wie gesagt, so ein klassisches Point-and-Click-Adventure-Spiel. Und wir haben halt hier genauso die typischen Fallstricke, die es auch in digitalen Point-and-Click-Adventure-Spielen gibt. Also, zum einen ist manchmal die Reihenfolge, in der man bestimmte Dinge macht, wichtig, weil die quasi in dem Spiel so einprogrammiert ist. Was meine ich damit? Ein Beispiel, nehmen wir an, wir haben einen Ort und da ist eine Blume und wir haben ein Messer. So, und dann würde es, und jetzt würden wir gerne die Blume mit dem Messer kombinieren, und dann funktioniert das aber nicht. Denn wir müssen erst die Blume quasi aufnehmen, dann bekommen wir die in unser Inventar und dann können wir eben die Blume, die wir jetzt im Inventar haben, mit dem Messer kombinieren und dann passiert doch tatsächlich was, dann bekommen wir eine kleingeschnittene Blume oder so. Ja, und umgekehrt hätte das eben nicht funktioniert. Das ist uns hier einmal passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch noch an anderen Stellen so wäre, aber an einer Stelle ist mir das zumindest aufgefallen. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass es manchmal Dinge gibt, die man gerne ausprobieren würde, ja, dass man bestimmte Dinge kombiniert und dann aber quasi ins Leere läuft. Also da gibt es dann keinen Eintrag dazu. Bei bestimmten Dingen ist das, finde ich, in Ordnung. Bei anderen Dingen hätte ich mir manchmal gewünscht, dass da vielleicht noch so ein bissiger Kommentar steht, warum das Ganze jetzt nicht funktioniert. Ja? Hätte einfach nochmal so ein bisschen mehr für die Atmosphäre beigetragen.
Was hat mir gut gefallen? Es gab auf diesem, also die Spiele sind noch nicht im Handel. Ich habe die auf einer Cosmos-Veranstaltung schon mal spielen können, beziehungsweise wir haben die Monochrome AG gespielt. Und da gab es auch schon mal einen Blick auf die App. Also es wird eine kostenlose App geben zu diesen Spielen. In dieser App gibt man dann direkt die jeweiligen Zahlen ein. Das erspart zum einen das Blättern in diesem Abenteuerbuch. Und was ziemlich cool ist, man bekommt dann diesen Eintrag auch direkt vorgelesen. Und die Erzählerin bei der Monochrome AG hat das echt gut gemacht, eine tolle Stimme. Und das hat echt nochmal so ein bisschen zur Atmosphäre beigetragen. Es gibt in dem Spiel auch ein Hilfesystem. In dem gedruckten Heftchen stehen dann quasi zu den jeweiligen Karten Hinweise. Die spoilern nicht die Geschichte, sondern verraten einfach, wie es mechanisch weitergeht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Karte 5 nicht weiß, wie es weitergeht, schlage ich danach und dann steht da, kombiniere Karte 5 mit Karte 10 und das bringt dich in Raum C. Da muss man, also gut, dass dieses Hilfesystem gibt. Zwei Dinge sind uns da allerdings aufgefallen. Zum einen, wie gesagt, wenn man in der gedruckten Anleitung nachschaut, muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht aus Versehen Hinweise schon bekommt zu anderen Karten, die man vielleicht gar nicht sehen will, weil die sind alle auf einer Seite abgedruckt, diese Hinweise. Ja, und dann, wenn ich zum Beispiel die Karte 10 brauche, um weiterzukommen, aber die Karte 10 noch gar nicht habe, ja, dann ist das natürlich ein bisschen doof. Ja? Und dann muss ich irgendwie suchen, wo denn diese Karte sein könnte. Deswegen auch mein Tipp, wenn ihr dieses Spiel spielt, macht euch auf jeden Fall Notizen, wo eventuell relevante Dinge sein könnten oder welche Nummern ihr schon besucht habt. Weil sonst muss man am Ende einfach nochmal, geht man einfach nochmal alle Nummern durch und sagt, ja scheiße, wo waren wir denn jetzt oder wo waren wir noch nicht. Das ist auch noch ein kleiner Kritikpunkt. Es gibt hier in diesem Spiel eigentlich eine bestimmte Zugstruktur. Also wenn ich an der Reihe bin, dann mache ich eine Aktion, dann ist der nächste Spieler an der Reihe, macht eine Aktion und so weiter und so fort. Man kann zwar auch Gegenstände untereinander austauschen, das ist allerdings ein bisschen in Anführungszeichen komplizierter. Ich darf das nämlich nur vor oder nach meiner Aktion machen. Und ich kann jetzt nicht zum Spieler gehen und ihm einen Gegenstand abnehmen und den dann quasi ja, doch, kann ich. Nein, aber auf jeden Fall ist es manchmal umständlich und manchmal wäre es besser, wenn ein Spieler mehrfach hintereinander dran wäre, ja? Weil er dann einfach bestimmte Dinge machen kann. Und bei uns in unserem Spiel war das dann tatsächlich auch so. Am Anfang haben wir uns an diese Struktur gehalten und irgendwann kamen wir dann an so einen Punkt, wo wir ein bisschen gehangen haben und da haben wir dann diese Struktur verlassen und haben einfach bestimmte Orte durchprobiert oder haben auch mehrfach hintereinander Aktionen durchgeführt, weil wir dann einfach immer gesagt haben, ja, wir passen jetzt alle und dann kannst du nochmal drankommen. Nichtsdestotrotz kann ich verstehen, warum das mechanisch so gemacht wurde, denn manchmal ist es schon wichtig, wo sich bestimmte Figuren befinden oder wo sich bestimmte Dinge befinden. Ja? Das hat Auswirkungen auf das Spiel. Es ist ich habe es ja schon gesagt, ein kooperatives Spiel. Die Monochrome AG ist ab 16 Jahren, jetzt nicht erschrecken, das hat nichts damit zu tun, dass das Spiel jetzt so ganz furchtbar kompliziert ist. Das Verlies ist auch ab 12 Jahren, sondern es hat was damit zu tun, dass die Monochrome AG doch eine etwas düsterere Geschichte ist mit so ein paar Schockelementen. Und deswegen hat der Verlag sich dafür entschieden, das ab 16 freizugeben. Es ist ein Spiel, das 3x90 Minuten dauert. Ja, ihr habt richtig gehört. Man kann in diesem Spiel zwischenspeichern, wenn man bestimmte Punkte erreicht hat. Und dann kann man das Spiel an einem anderen Abend weiterspielen. Mit diesen 3x90 Minuten muss man, also ich würde sagen, so in der Gesamtzeit, ja, haut das hin. Muss man aber ein bisschen vorsichtig sein. Es muss nicht bedeuten, dass jedes Spiel genauso lang dauert. Denn man kann bestimmte Punkte schon erreichen, indem man, ich sag mal, relativ viel von dem nächsten Kapitel quasi schon entdeckt hat. Oder man kann sie auch schon erreichen, wenn man fast noch gar nichts entdeckt hat. Und bei uns war es jetzt so, dass zum Beispiel das dritte Kapitel relativ, also das zweite Kapitel hat dann relativ lange gedauert, weil wir schon relativ viel entdeckt haben. Und dafür war dann das dritte Kapitel etwas kürzer. Wenn ihr die verteilt über mehrere
ja, also über mehrere Runden spielt, dann wäre meine Empfehlung, dass man oder dass ihr versucht, da die Abstände nicht zu groß werden zu lassen. Denn wie gesagt, hier wird eine Geschichte erzählt und ja, es ist vielleicht dann auch wie beim guten Buch, auch das sollte man nicht so lange liegen lassen, sondern irgendwie in einem durchspielen. Wir haben bei diesem Kosmos, bei der Kosmos-Veranstaltung das Spiel in einem durchgespielt. Wir haben es zu dritt gespielt und ja, hat uns eigentlich allen sehr, sehr gut gefallen. So viel zu Adventure Games. Von mir eine Empfehlung. Ich habe voll Bock, jetzt hier auch das zweite zu spielen und bin mal gespannt, ob das genauso gut ist wie hier die Monochrom AG. Und jetzt zeige ich euch noch mal, oder werfen wir gemeinsam mal noch einen Blick in die Schachtel. Ich würde euch das Material zeigen und ich zeige euch den Spielaufbau. Ja, mehr zeige ich euch nicht, weil ich euch ja nicht spoilern will. Und ja, wenn ihr selbst das nicht sehen wollt, dann müsstet ihr jetzt abschalten. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Sebastian. Willkommen zum Startaufbau von Die Monochrom AG. Wir beginnen unser Abenteuer in der Lobby der Monochrom AG und ja, erforschen dann nach und nach diesen Gebäudekomplex. Hier in diesem Raum, das ist ein typischer Raum, so sind auch alle weiteren Räume aufgebaut. Wir sehen also zum einen diesen Raum und dann sind dort verschiedene Nummern eingezeichnet. Und wenn man jetzt sich zu so einer Nummer bewegt, dann würde man in dem Abenteuerbuch oder in der App nachschauen, was sich hinter dieser Nummer verbirgt und eventuell werden wir dann aufgefordert, hier solche Karten aufzudecken und dann passieren bestimmte Dinge. Jeder von uns spielt einen Charakter. Ich habe jetzt hier mal drei ausgelegt. Diese Charaktere beginnen auch alle mit einem Handicap. Das heißt, wenn dieser Charakter jetzt hier einen Ort untersucht, auf dem so ein Symbol abgezeichnet ist, dann erhöht sich die Alarmstufe um 1. Und wenn wir hier einen bestimmten Wert bei der Alarmstufe erreicht haben, dann passiert irgendwas, was wissen wir nicht. So, dann gibt es außerdem hier nochmal so eine Übersicht über den Spielzug, was man alles so machen kann. Ja, und das war es eigentlich im Großen und Ganzen auch schon. Das ist das ganze Spielmaterial und trotz des kleinen Spielmaterials hat das echt richtig viel Spaß gemacht, wie ich ja schon in meiner Rezension gesagt habe. So, viel mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen, weil ich euch nicht den Spielspaß verderben möchte. Und ja, wie gesagt, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Schaut euch das mal an.